Liebe von hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück hier an der Echo-Rufkreuzung. Wir haben einen klaren Auftrag, den wir uns auch nochmal anschauen können. Wir sollen die östliche Brücke angreifen. Verschaffe deinen Truppen einen Vorteil durch eine Ablenkung. Greife die östliche Brücke an, während die Korpsspäher versuchen, ein Seil über den Fluss zu spannen. Mal sehen, wie das dann konkret laufen wird. Es klang ja so, als ob wir gar nicht kämpfen sollen, sondern nur irgendwie darüber kommen sollen. Aber vorher schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Hier sind alle möglichen Verletzten, Verwundeten. Aber offenbar niemand, bei dem es sich lohnt, ihn anzusprechen. Das ist ein Gefangener. Ich ergebe mich keinen Grund für weiteres Blutvergießen. Ja, kommt drauf an, wer für dich verantwortlich ist. Der Chor oder die Geschmähten. Wenn du überleben willst, ist der Chor wahrscheinlich der beste Ort. Naja, das klingt auch komisch, wenn man das zum Chor sagt. Eigentlich ist alles nicht ganz so nett. So, auch hier noch diverse Leichen. Okay, die östliche Brücke ist natürlich ganz im Osten. Aber ich denke, wir gucken uns hier erstmal um. Wir haben eine ruinierte Falks, eine schwere Rüstung. Wird alles erstmal mitgenommen. Was haben wir hier? Ein bisschen Trank der Wiederbelebung. Das ist ganz hübsch. Und ein eisernes Großschwert. Allerdings eine Zweihandwaffe. Hat im Moment niemand von unserer Gruppe irgendwie Nutzen davon. So, hier oben ist noch ein kleines Plateau. Oh, und da sehen wir erste Feinde. Einen Grenzläufer. Aber den greifen wir noch nicht an. Wir gucken uns erstmal das Plateau hier an. Schauen, was hier passiert ist. Der Körper des Soldaten ist von vielen Wunden gezeichnet. Okay, ich dachte, bei Pause geht der Text nicht weg. Falsch gedacht. Die kalten Leichname von zwei älteren Dörflern liegen in der Nähe. Zwei Opfer, die er letzten Endes nicht beschützen konnte. Der Soldat, aber das ist ein gegnerischer Soldat, ne, der hier die Dorfbewohner beschützt hat. Ich denke, ja. Die meisten Häuser südlich des Flusses sind wie dieses verlassen. Wenige Einwohner von Apex glauben, dass das Hissen der blauen Flagge von Kyros Streitkräften respektiert wird. Ja, da wäre ich mir auch nicht so sicher. So. Beginnt jetzt der Kampf schon? Haben die uns gesehen? Sieht so ein bisschen so aus, oder? Nee. Beginnt nicht. Ich würde da gerne... Vielleicht sollten wir mal schleichen. Ich würde gerne erstmal hier reingucken. Mach du das mal bitte. Dann nehmen wir lieber ein bisschen Aufstellung. Wir haben hier einen ganz guten Bogen. Vielleicht einen ganz guten Bogen. Vergleichen wir das mal mit deinem. Achso, du hast die nicht ausgerüstet. Na dann, nimm du das mal in die Hand und dann gucken wir uns das mal an. Ist das eine Verbesserung der Bogen? Waffenset. Stufenvolk Jagdbogen. Hat eine geringere Genauigkeit, aber plus 5 Rüstungsdurchdringung und eine höhere Reichweite. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ist überhaupt die Frage, jetzt, was für ein Waffen... Ne, wir haben... zwei Waffen mehr trainiert. Ich glaube, wir lassen sie als Nahkämpferin. Aber gut, wenn der Bogen besser ist, nehmen wir den natürlich mit rein. Gerne. Was übrigens nervig ist, dass man... Kann man das hier auch reinlegen? Ja, geht. Okay, alles klar, dann habe ich es kapiert. Was ist das übrigens? Was haben wir hier noch aufgenommen? Achso, wieder eine ruinierte Falks. Die kommt dann auch ins Lager. So, dann nehmen wir mal Aufstellung. Und ich bin gespannt, wie das jetzt... Naja... Er pausiert immer automatisch, wie das jetzt läuft mit unserem neuen Mann ganz vorne. Lohnt es sich zu schleichen? Ja. Ah, sogar eine Falle hier. Was hast du noch? Kram. Sie haben uns noch nicht gesehen. Nee, bitte an der Falle vorbei. Nächste Falle. Okay, da müssen wir jetzt immer gut aufpassen. Noch ein bisschen nach vorne, ja? Ja, so geht's. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier ein paar Buffs, die wir einsetzen können. Und zwar Landtree. Was haust du denn jetzt mal bitte raus? Anstieg des Ruhms finde ich jetzt für den Anfang schon mal sehr gut. Dann macht Valdur bitte mal geisterhafte Trübe auf unseren Tank. So, kannst du noch irgendwie ein bisschen was buffen? Das ist alles für den Gegner nur gedacht.
Geist auf die Trübe könnten wir doch mal machen. Jetzt muss ich mal gucken. Der Effekt. Ja, passt auf. Wir machen Geist auf die Trübe noch einmal. Nämlich auf Lyra. Die wird auch nah an den Gegner rangehen und sie kann dann schon mal das Gefecht starten mit ihrem Schuss. Was haben wir denn hier? Ein Grenzläufer und noch ein Grenzläufer. Klingt jetzt nicht so super spektakulär. Sie muss ein bisschen nach vorne gehen. 54% ist jetzt auch nicht so dolle. Nun gut. Hast du das? Machst du das? Hat er das vergessen? Das soll bitte auf Lyra gehen. Irgendwie macht er das nicht. Bereits aktiviert, doch jetzt macht er es. Okay, dann können wir auch mit unseren Fernkampfzaubern starten. Feuerball sind wir. Reichweite? 10 Meter? Das sind nur 10 Meter, ernsthaft? Okay, wirkt irgendwie deutlich weiter. Und Barik kann dann eigentlich auch schon nach vorne gehen. So, damit ist der Kampf eröffnet. Sie kommen. Du gehst dran. Und ich würde sie gerne dann an der Seite haben. Vielleicht noch im Fernkampf. Finde ich gar nicht so schlecht. Noch im Fernkampf bleiben und dann kommt sie später mit ran. Also feuer einfach mal weiter, wenn du kannst. So, was haben wir für dich noch ein bisschen raus? Berührung des Titanen. Obwohl das negiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Als Zauber der gleichen Schule negiert das den anderen Zauber Anstieg des Ruhms. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das ist, aber okay. Erneuerung wäre noch eine gute Sache. Dann mach das mal. Barik ist noch versteckt, was eigentlich ziemlich dämlich ist. Schleichen mal ausmachen. Was? Er hat die Falle ausgelöst? Ernsthaft? Oh nein. Oh nein. Okay, das war ja richtig dämlich. Hätten wir lieber entschärfen sollen. Also da habe ich jetzt auf den Pixel genau nicht geachtet. Das muss ich natürlich tun. Das ist jetzt richtig doof, dass er jetzt hammermäßig wenig Gesundheit hat. Mal direkt mal den Heiltrank nehmen. Also das ist ja maximal schlecht gelaufen. Richtig. Geht ja immer nur auf den konkreten Gegner. Ach, der hat sich hier zu uns geportet, sehe ich gerade. Okay, dann ist ja gut, dass wir sie haben. Dann müssen wir noch ganz anders agieren. Dann gehen wir auf die andere Waffe und greifen jetzt hier mit Pfählen an, während Waldur direkt mal. Wie kommt der Schlag hier zurecht? Ja, das macht. Und du machst trotzdem deine Erneuerung und wir müssen mal gucken. Ah, das ist ja richtig dämlich gewesen. Okay, also der Trank hat schon mal gewirkt. Dann würde ich sagen, mach mal direkt auch nochmal dein Siegel auf den Armen, den wir in die Falle haben laufen lassen. Oh, die sind beide hier hinten. Ernsthaft? Das ist widerlich. Wozu hat man dann einen Tank, wenn das nicht funktioniert? Aber wir können ja hier mal dieses krachende Eisen machen. Das müsste dazu führen, dass eigentlich die Gegner jetzt hier ihn angreifen wollen. Mal gucken, wie das genau funktionieren wird. Okay. Die tun jetzt erstmal nichts. Dann. Eisenschlag machen wir jetzt auch mal nicht. Du machst noch dein Fehlen. Du machst die Tilgung des Protokolls. Okay. Gut, der scheint sich jetzt. Ah ja, der scheint sich jetzt wieder ihm zugewandt zu haben. Das ist doch prima. Dann können wir jetzt schlagendes Eisen nutzen, weil er uns in Bindung genommen hat, oder? Nee, ich sehe das nur falsch. Hat er nicht. Wir machen trotzdem schlagendes Eisen. So, dann mach du mal auf den hinten Federwurf. Der sieht jetzt schon. Na, sieht noch ganz gut aus. Okay, aber der hat sich schon wieder weggezaubert. Das ist ja auch wirklich anstrengend, dieses Zaubern. So, sengende Hand. Dieses Teleportieren. Dann können wir. Feuerball so nah ist auch irgendwie doof. Kommt, dann machen wir einen Eiszapfensturm. Der wirkt auch immer sehr nett. Und hier ein Standardangriff. Da ist der andere wieder da. Geht gegen Waldur.
Der brennt. Okay. Berührung der Atrophie machen wir auf den anderen, damit er nicht so viel Mist machen kann. So, Waldur geht's auch nicht so tolle. Dann eine kleine heilsame Berührung auf ihn. Oh Gott, schon wieder weg, ey. Wow! Was kann der, was können die denn? Das haben wir noch nie gesehen. Okay, ich bin ein bisschen beeindruckt, was hier gerade abgeht. Gehen wir auf Nummer sicher. So, Waldur, ich glaube, du hast Probleme. Mach mal Geister drüber auf dich. Die anderen müssen jetzt mal wieder aufstehen. So, dann. Der ist hier nur fast erledigt. Ah, das bringt nichts. Greif ihn mal an. Du greifst ihn auch an. Ach so, die Heilung hat ja nicht geklappt. Dann heil mal bitte Lantry. Wer weiß, was hier noch passiert. Und du läufst panisch hin und her. Na gut. Ja, den haben wir jetzt endlich. Wow, das war jetzt schwieriger als gedacht. Lantry macht einen Wackeltanz, weil er nicht hinkommt. Aber der hat jetzt eigentlich keine Chance mehr. Das war's. Okay. Mhm. Na gut. Also erstmal gelernt, besser auf Fallen zu achten. Noch genauer vielleicht sie auch zu entschärfen. Wäre ja eigentlich auch kein Problem gewesen. Was mir einfällt, haben wir eigentlich seinen... Oh, wisst ihr was? Wir haben gar nicht seine Phalanx-Haltung aktiviert. Das ist doch, was ich auch unbedingt machen wollte. Nun gut. Da war übrigens noch eine Kiste, die wir uns nicht angeschaut haben. Da müssen wir ganz kurz nochmal hochlaufen. Nicht, dass wir noch irgendwas Wertvolles da liegen lassen. Wir hatten nur das Geheimnis uns angeguckt. Aber da liegt noch ein bisschen mehr. Rastvorräte, nochmal Heiltränke. Und leichte Lederstiefel. Ja, Rastvorräte haben wir genug. So, da haben wir die Brücke. Erster Kampf mehr schlecht als recht bestanden. Wir marschieren weiter. Nicht ohne mal kurz zu speichern. So, bleibt das Wasser jetzt ruhig? Das ist ja die große Frage. Und was ist, wir haben uns die andere Brücke gar nicht angeguckt, die zerstörte. Der Martani bildet die Grenze des inneren Rings von Apex. Der Fluss verengt sich bei Echo-Ruf deutlich und macht den Ort daher zu einer der wenigen Stellen, an denen das Innere des Tals erreicht werden kann. Deswegen sind wir hier. Und da wartet die Vendrienbache auf uns. Offenbar im Moment noch gesprächsbereit. Ah! Okay, das war aber jetzt ein bisschen ungeplant. Du da und du, eine Frau in der Ausrüstung eines Hauptmanns der Vendrienwache, signalisiert ihren Kriegern auf der Brücke und durchdringt den Tumult mit ihrem schrillen Sopran. Hier herüber mit euch, die Geschmähten sind zurück, wahrscheinlich haben sie ein paar Wurfspeere vergessen. Seid doch so lieb und werft sie ihnen zurück, ja? Moment, das ist kein Geschmähter, das hier ist ein Schicksalsbinder. Sie mustert dich von oben bis unten. Merkwürdig, ich hätte... Naja, nur mehr Soldaten erwartet. Bist du hier, um uns zu überzeugen, dass wir niederknien sollen und uns enthaupten lassen? Okay, wir können mal unser Wissen spielen lassen, das finde ich immer gut. Dein Wappen ist das Haus Martani. Verzeih, dass dieser Konflikt deinen Fluss verschmutzt. Sie hebt eine Augenbraue. Ich fühle mich geehrt und hoffe, dass all der Kummer flussabwärts gespült wird. Irritiert von deiner Förmlichkeit räuspert sie sich. Möge dich der Fluss durch das Tal geleiten. Deine Freunde scheinen den Großteil ihrer Kampfgruppen verloren zu haben. Vielleicht irgendwo in meinem Fluss? Sie zuckt sarkastisch mit den Schultern. Meine Familie beschützt diesen Fluss schon seit 6 Generationen. Deshalb kann man bei all den Plünderern und Vagabunden, die wir an die Aale verfüttern mussten, leicht den Überblick verlieren. Falls du es nicht mit einem Sprung aus vollem Lauf riskieren willst, sitzt du hier fest. Vielleicht solltest du es flussabwärts bei der Ruhe-Sanft-Kreuzung probieren. Dort sind noch mehr von unseren Kriegern und sie werden dich bestimmt genauso gerne töten. Ah, okay. Sehr schön. Wir können jetzt hier verraten, dass die Gezeitenwirkerin ja, mit uns gesprochen hat. Das war die Gezeitenwirkerin, dieselbe, die sich mit mir für einen Waffenstillstand getroffen hat. Hast du schon mal unsere Leute gezählt?
Sie prustet lautlos. In letzter Zeit haben wir unerwartete Hilfe bekommen. Wenn man in einem Reich lange genug tötet und vergewaltigt, kommen schließlich alle aus dem Unterholz gekrochen, um einem eine Klinge ins Ohr zu stechen. Senkt diese Brücke und ergebt euch. Haltet eure Ruder mal für eine Sekunde still. Ich habe für genau diesen Moment eine Erklärung von Hauptmann Ari vorbereitet. Sie greift in ihren Gürtel und zieht ihre leere Hand mit einem spitzbübischen Gesicht wieder hervor. Die Hand aber zeigt die örtliche Geste für Penis. Wartet, ich habe hier irgendwo noch ein zweites Sendschreiben. Sie gibt vor, ihre Taschen erneut zu durchsuchen, bevor sie ihre Phallusgeste abermals zeigt. So amüsant ich diese baldige Leiche auch finde, es scheint fast so, als hätte sich unser Ablenkungsmanöver ausgezahlt. Er nickt in Richtung Westen. Ah, alles klar. Okay, das hatte ich jetzt. Wir mussten da gar nicht uns rüberkämpfen, wir mussten sie nur beschäftigen. Mhm. Zufrieden wendet sie sich zum Gehen ab, wobei sie dir etwas zuruft. Schicksalsbinder, ich würde da nicht stehen bleiben. Die Strömungen des Flusses sind ziemlich unberechenbar. Oh oh. Okay. Wir haben unseren Teil jetzt erstmal erledigt. Hier zumindest. Sollen, wie es aussieht, zurückkehren. Aber wir gucken hier nochmal weiter. Ob wir hier noch eigentlich an der Ecke was übersehen haben. Ne, hier waren wir komplett schon. Auf die andere Ebene können wir nicht. Dann gucken wir jetzt mal bei der anderen Brücke vorbei. Das Ganze da irgendwie erfolgreicher war. Im Moment ist hier nichts zu sehen. Die Strömung des Matanes stellt kaum eine Gefahr für kleine Boote dar. Schon gar nicht für Brücken wie diese. Die Magie, die diese Brücke entzweiriss, muss ziemlich stark gewesen sein. Hm. Haben die jetzt einen Versuch gemacht, darüber zu kommen? Sieht irgendwie unverändert aus. Gut gemacht. Während du mit den Eidbrechern herumgespielt hast, hatte meine Bande die Gelegenheit, ein Seil an der eingestürzten Brücke da drüben festzumachen. Okay, alles klar. Die Wüter warten darauf, sich dir im Kampf anzuschließen. Gut. Wie lautet der Plan jetzt? Der Plan ist jetzt, diese Brücke da herabzusenken. Meine Krieger können in ihren Rüstungen schließlich nicht schwimmen. Die leichteren Truppen, er deutet direkt auf dich, können den Fluss über das Seil überqueren und dann die Brücke herabsenken. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Ah, verstehe, verstehe. Wir gehen mit dem Seil rüber. Barek räuspert sich und verlagert unbehaglich sein Gewicht. In diesem Fall würde ich empfehlen, dass ich als Letzter gehe. Ausnahmsweise stimme ich Anzio zu. Bitterwitz deutet höchst beunruhigt aufs andere Flussufer. Meine Bande wurde entdeckt. Geh sofort, bevor sie überwältigt werden. Ja, okay. Wir gehen. Hier ist das Seil, oder? Ja, da ist das Seil. Okay, dann helfen wir mal schnell. Mal gucken, ob wir noch rechtzeitig kommen. Fluss überqueren. Athletik ist gefordert. Auch Barik scheint rüberzukommen. Sehr gut. Okay, es sieht so aus, als ob die Bande tatsächlich überwältigt wurde. Und es sieht so aus, als ob Waldo einen Levelanstieg sogar hatte. Und warum? Okay, wir müssen die Brücke als nächstes herabsenken, also auf die andere Seite. Warum stimmt das hier gerade mit der Aufstellung nicht? Nö, da hat sich nichts verändert. Hängt von der Umgebung ab. So, da tobt noch ein Kampf. Das ist ein scharlachroter Wüter, dem wir helfen können. Okay, dann gehen wir in diesen Kampf. Lyra, mach wieder deinen Schuss. Von mir aus auf den. Barik geht nach vorne. Dann du. Gehst auch ein bisschen nach vorne. Und wir. Mach mal Geister auf der Trübe auf sie. So. Okay, dahin sind noch zwei, unter anderem ein Weiser, ein Magier. Auf den müssen wir besonders aufpassen, denke ich. Das wäre ganz gut, wenn sie da durchlaufen könnte. Wenn sie direkt... Okay, das war sehr wirkungsvoll.
Das wäre ganz schön. Ich weiß nicht, ob sie da durchkommt. Ohne Bindung müsste sie eigentlich. Wenn wir direkt mal einen Fehlenangriff auf den machen. Ja. Und ansonsten, wie weit kommt unser Fernkampfangriff? Bin mir nicht ganz sicher. Schauen wir mal. Okay, du musst definitiv näher ran, um jetzt hier wirksam zu sein. Ah, warum läuft sie denn da lang? Also bitte, das ist doch jetzt nicht der Plan. Okay, also die Wegfindung möglicherweise... Ah, schaut mal, hier sind Steine, deswegen kommen wir da nicht durch. Na, dann ist das natürlich ein Problem. Dann ist das natürlich ein Problem. Gut, du machst auf jeden Fall jetzt schlagendes Eisen dort. Dann würde ich sagen, helfen wir dem Typen. Valdur, was machst du? Eiszapfensturm, das wäre jetzt was Gutes. Das geht nämlich gegen alle hier. Jawohl. Das passt. Ich will immer noch da hinten durchkommen. Und am liebsten an den Magier daran. Mal gucken, ob uns das gelingt. So. Wir könnten hier unterbrechen zaubern. Wir machen aber alles nur Standardangriffe. Dann würde ich sagen, machen wir Berührung des Titanen einmal hier drauf. Ja, wir kommen durch. Das passt. Okay, er kriegt wenig Schaden. Also mit der Rüstung, das läuft sehr gut, meines Erachtens. Der Eis... Oh, der hat ja hier gut gewirkt. Auf 3, prima. Dann kommst du jetzt mit dem Unterbrechen. Hier sind wir noch beim Fehlen. Was ist das denn Gemeines? Da kamen wir zu spät mit Unterbrechen. Das sieht unangenehm aus. Bitte weiter hier angreifen. Warum hast du den jetzt genommen? Sengende Hand. 66% könnte man definitiv probieren. Dann starten wir selbst mit dem Raucherstachel gegen den Magier. Warum hat sie das als falsches Ziel hier? Das habe ich gesagt. Ah, macht sie jetzt auch. Okay. So, den haben wir bald erledigt. Das ist gut. Uns geht es noch im Großen und Ganzen ziemlich gut. Stoß müssen wir nicht machen. Wir können mal Geist auf der Trübe hier nochmal Sachen zur Sicherheit, falls da noch was kommt. Jawohl. So, du bitte jetzt hinten an den ran. Vielleicht starten wir mit einer Berührung. Und Erneuerung eigentlich hier ist auch ganz gut. Krachendes Eisen, sprich ein Spitzschein, ja. Ich meinte, ich weiß nicht, ob das auf die anderen auch wirkt, aber wir starten das mal. So, er hat jetzt 12 Leben nur noch, da können wir einmal eine heilsame Berührung machen. Okay, die Atropie. Warum geht sie dann nicht auf den Gegner? Sie sucht sich dann immer ihre eigenen. Na gut, soll sie. Standardangriff, würde ich sagen. Und hier können wir auch mal Atropie sprechen. Oh, den anderen hat es erwischt. Das ist ein bisschen doof. Der hat auch gar nicht mehr so viel. Wäre vielleicht doch klüger, auf den zu gehen. Vielleicht können wir sogar unsere Combo jetzt hier mal machen. Blut trinkt Stein. Um den irgendwie ein bisschen härter zu erwischen. Jetzt geht's los. Hervorragend niedergeworfen und ordentlich Schaden bekommen. Ja, dann... Dann Anstieg des Ruhms. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Machen wir das mal. Erwischt immerhin die beiden. Okay, dann versuchen wir den doch zuerst erledigen. Sie ist in Kampfbindung. Kann sie trotzdem hier angreifen oder kriegt sie dann... diesen komischen Schlag. Feuerball. Ja, sie kriegt den Schlag, alles klar. Muss man aufpassen. So, jetzt ist nur noch der da hinten und der hier vorne. Den da vorne machen wir zuletzt. Dann Standardangriffe. Ah, den hat Barek selber getötet. Das sollte jetzt eine Formalie sein. Lassen wir sie mal kämpfen. Okay, alles klar. Ja, ist auf jeden Fall... was anderes mit einem Tank vorne zu arbeiten. Eine leichte Stoffrüstung. Kapuze des Weisen. Klingt so, als wäre es für einen Magier nicht schlecht. Aber für uns, glaube ich,
Na gut, wir hatten einen leichten Lederhelm. Wie sieht's aus für Landry? Ach, der hat gar nichts. Beziehungsweise, das ist identisch mit seiner Waffe. Dann brauchen wir sie nicht. Und hier haben wir Stab des borealen Frostes. Auch nicht besser, weil unsere Säule des Muts ebenfalls besser ist. Nö, dann kommt das alles erstmal in die Kiste. Haben wir hier unten noch was übersehen beim Haus? Sieht nicht so aus. Gut. Alles klar. Ich vermute, dass wir hier, dass es das noch nicht gewesen ist, dass wir sicher mindestens noch ein oder zwei Kämpfe erleben werden, bevor wir zur Brücke kommen. Das werden wir dann in der nächsten Folge durchfechten. Vorher werden wir den guten Valdur dann auch noch auf sein nächstes Level bringen. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.